lassen wir uns heute Abend begleitet von wunderbaren Kinderstimmen und dem Ambiente der Markuskirche von diesem jungen Carlo Acutis führen und inspirieren. Seine Freundschaft mit Jesus wirkte sich sehr stark auf seinen Umgang mit seinen Mitmenschen aus und nannte die heilige Eucharistie seine Autobahn in den Himmel. Bereits als 11-Jähriger begann er auf einer Webseite insgesamt 146 eucharistische Wunder aus aller Welt zu dokumentieren, die als Ausstellung in aller Welt gezeigt wird. Anfang Oktober 2006 erkrankte Carlo plötzlich an einer schweren Leukämie. Aber sein Tod 3 Tage später bedeutete kein Ende, sondern vielmehr einen Neubeginn. Unzählige junge Menschen und Kinder auf der ganzen Welt sind von ihm begeistert. Sie nennen ihn Influencer Gottes und versuchen im Glanz seines Lebens etwas von dem Licht, das ihn erfüllt hat, selbst auszustrahlen. So zeigt auch uns der junge Carlo, dass man nicht perfekt sein muss und dass man immer an den eigenen Schwächen arbeiten kann, um keine Minute des Lebens für unnötige Dinge zu verschwenden. Ein Licht leuchtet auf. Jesus Christus, der Retter der Welt. In diesem Sinne, gesegnete Adventszeit und frohe, segensreiche Weihnachten.